das zweite Katapult. Er schleudert Maiskörner mit Butter auf die Zombies. Und gerade die Butter davon ist richtig genial. Ja, da haben wir den Leiterzombie, den habe ich vorhin schon mal angesprochen. Auch den kann man mit Magnetpilzen beeinflussen, also man kann ihn damit die Leiter wegnehmen. Das Fiese am Leiterzombie ist, sobald er auf irgendeine Abwehrpflanze, also sprich eine Walnuss, eine Hochwalnuss oder auf irgendeine Pflanze mit einem Kürbis dran trifft, dann stellt er da eine Leiter hin und sorgt dafür, dass alle Zombies da schön drüber gehen können über diese Pflanze. Und ja, mit einem Magnetpilz könnte man ihm die Leiter wegnehmen. Das Problem ist, es ist ein Pilz und der ist nachtaktiv. Das heißt, ich kann ihn jetzt gerade nicht benutzen. Die Leiter schützt ihn außerdem vor frontal eingehenden Angriffen. Frontal eingehend schließt allerdings das Cola-Pult und das Corner-Pult aus. Also haben wir da nochmal Glück gehabt, dass wir die da haben. So. Die da nehme ich immer gern mit. Das ist einfach das volle Sprengkommando mitnehmen, dann geht das schon. So, und ab jetzt haben wir nur noch 3 Reihen Blumentöpfe vorgegeben. Jetzt müssen wir richtig spielen. Wieder 2 Wellen. Erstmal wieder Cola-Pult, Standardverteidigung jetzt. Und jetzt, weil hier schon Pylon-Zombie kommt, nehme ich auch ein Cornerpult mit dazu. So, Cornerpult, das ist so eine Sache. Wenn er nur Maiskörner schleudert, ist es schlecht. Weil die machen nur halb so viel Schaden wie der Kohl. Wenn sie allerdings Butter schleudern, das haben wir gerade schon gesehen, dann werden die Zombies für einige Sekunden betäubt. Und die Butter macht zusätzlich auch noch mehr Schaden. Insgesamt finde ich das Cornerpult aber eine richtig gute Pflanze. Allein wegen der Butter. Da ist die Butter. Thank you.
So, die Verteidigung steht gleich. Da kommen auch schon die Leiter-Zombies. Zwei Reihen Cola-Pulte und zwei Reihen Corner-Pulte. Das sollte die Zombies erstmal eine Weile aufhalten. Eine Reihe Blumentöpfe mache ich jetzt trotzdem noch davor, damit ich da noch Kirschbomben, Jalapenos oder ähnliches reinmachen kann. Nur für den Fall. Butter durch die Gegend. Bin gerade am Überlegen, welche Pflanze ich als nächstes kriege, aber ich habe da so eine leichte Vermutung. Wenn sich die bestätigt, dann finde ich das gut. So, letzte Welle. Zombies ausschalten. Na klar. Ja, es ist das, was ich vermutet habe. Und ich bin froh drum, dass ich die jetzt habe. Das ist die Kaffeebohne. Damit kann man einen schlafenden Pilz aufwecken. Das bedeutet, wir können jetzt mit einem kleinen Aufpreis von 75 Sonnen Pilze tagsüber verwenden. Das heißt, hallo Magnetpilz. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ihr seht schon, wenn ich die Kaffeebohnen jetzt mitnehme, sind alle Pilze wieder hervorgehoben. So, wir können jetzt auf unser ganzes Pilzrepertoire zurückgreifen. Und, jo. Kürbisse will ich da auch wieder mitnehmen. Und Kirschbomben, weil die immer brauchbar sind. So, wie viele Wellen haben wir denn hier? Mal keine Kartoffelmine dabei, daher muss ich sie direkt abwehren. Und wir haben drei Wellen. Puh, dann lohnt sich ja direkt die Doppelreihe an Sonnenblumen. Ich muss auch mal richtig hart Verteidigung auffahren. Schade, dass ich die letzte Pflanze aus der Dachreihe noch nicht habe. Die könnte ich für solche Level immer gebrauchen. Vor allem, weil das so Level sind, für die man dann Zeit hat, sich aufzubauen. Thank you.
Zwei Reihen stehen gleich. Zeit für den ersten Magnetpilz. Nur für den Fall, dass die hier gleich mit irgendwelchen größeren Sachen da ankommen. Schon das erste, was ich damit abwehren will. Ein Pogo-Stab-Zombie. Es sieht fast so aus, als müsste ich die da hinten noch ein bisschen weiter aufhalten. Zweite Welle. Ein Football-Zombie. Dass Football-Zombies dank der Magnetpilze auch kein großes Problem mehr sind. Thank you.
Davon können wir noch mal eine Reihe Cola-Pulte hinsetzen. Einfach so. Weil wir's können. Wir sind schon letzte Welle, oder? Der Rest sollte eigentlich relativ schnell kaputt gehen jetzt. Was wir mit einer Gießkanne wollen, fragt ihr euch. Die ist zum Geldmachen da. Ey, guck mal, du hast eine Gießkanne gefunden. Aus diesem Anlass präsentiere ich dir deinen eigenen Zeitgarten. Hey, ich habe dir sogar ein paar Sprösslinge für den Anfang. Bring sie zum Wachsen, dann werden sie dich reichlich belohnen. Viel Spaß. Ja, wir können jetzt Pflanzen gießen und dann kriegen wir Geld dafür. Weil, wie wir alle wissen, wenn man Pflanzen gießt, dann spucken sie 10-Euro-Münzen aus. Also, Kinder, was lernen wir daraus? Schönen Garten pflegen, dann werdet ihr irgendwann reich. So, jetzt brauchen sie Dünger. Hey, willkommen in der Zen-Garten-Abteilung meines Ladens. Ich gebe dir etwas Dünger, weil du vorbeigekommen bist. Sieh dich ruhig um, vielleicht gefällt dir ja noch was. Ja, hier können wir einen Haufen Zeug kaufen. Das wir für den Zen-Garten verwenden können. Und jetzt haben wir Dünger gekriegt. Wenn wir damit die Pflanzen düngen, dann spucken sie sogar 50-Euro-Münzen raus. Jetzt können wir aber erstmal nichts mehr tun. Jetzt kommt das nächste Minispiel. Der Zen-Garten ist echt schick, was? Du kannst ihn jederzeit vom Hauptmenü aus besuchen. Aber jetzt genug davon, du musst dein Haus verteidigen. Ich muss dich aber warnen, das nächste Level wird dir nicht schlecken. Warum? Du bekommst es mit Unmengen von Bungee-Zombies zu tun. Ich hasse diese vermaledeiten Bungees. Ich hasse sie. Ich hasse sie von Herzen. Und wie die Pest. Heide Witzka, da kommen die Blödmänner schon. Yep, ein Level mit sehr vielen Bungee-Zombies. Aber in einem Level, in dem sie mir nicht allzu viel ausmachen. Wenn ich dafür Unmengen von Schnappern bekomme. Und ein paar Kirschpumpen für den Notfall. Allerdings für ein paar mehr Schnapper langsam dankbar.
Da war ich gerade ein bisschen zu spät. Eine lasse ich sie mal mitnehmen, die Blumentöpfe da hinten stören mich nicht weiter. Wieder muss man einfach mal was in die Luft sprengen. Kurz vorm Ende. Da können wir es aber schon mal machen. Jetzt kriegen wir den Knoblauch. Ja, der leitet die Zombies in die anderen Reihen um. Aber ich glaube, ich mache an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme eh schon wieder 1¾ Stunden auf und das reicht wieder für ein paar Folgen.
Beim nächsten Mal spielen wir das Abenteuer bis zum Ende, weil ich kann dir jetzt schon mal spoilern, bei Level 15, das ist das letzte. Und bis dahin sage ich jetzt einfach mal Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.